Jo Leute, was geht? Und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Und ja Leute, dem heutigen Video möchte ich euch eine weitere Version vom K-Duplication Glitch zeigen. Ja, diese Version könnt ihr ganz alleine machen, das heißt die Version ist solo. Ihr braucht allerdings wieder ein persönliches Kennzeichen, ansonsten werdet ihr euch schmutzige Kopien duplizieren. Und ja, ebenso braucht ihr auch wieder eine volle Basis. In der Basis muss ich dann auch das Auto befinden, was ihr duplizieren wollt. Einfach ein Winnie Easy, komplett aufgetuned. Ebenso braucht ihr noch eine volle Bürogarage, welche, das ist völlig egal. Und noch LEDs in irgendwelche Garagen, auch wo die LEDs stehen, das ist auch wirklich völlig egal. Und ja, ich würde sagen, dann lasst uns auch schon direkt losstarten. Begibt euch einfach zur Basis, steigt dann einmal in den Easy ein, den ihr duplizieren wollt. Dann drückt ihr Steuerkreuz nach links, um in die Avenger zu fahren. Dort in der Avenger angekommen, dann einfach irgendwas Günstiges am Fahrzeug ändern. Und dann können wir die Avenger auch wieder verlassen. So sind wir dann jetzt wieder in der Basis gespawnt. Einfach wieder einsteigen und aus der Basis einmal rausfahren. Wir lagern jetzt das persönliche Fahrzeug einmal ein. Und rufen den Mechaniker an. Wir bestellen uns jetzt einfach irgendein Auto aus irgendeiner Garage. Welches Auto es ist, ist auch wirklich völlig egal. Und das Auto, das geht auch nicht verloren. Wir müssen einfach nur jetzt ein Auto austauschen mit irgendeinem Auto aus der Basis. So, einfach in das Auto einsteigen und mit dem Auto in die Basis einmal reinfahren. So, jetzt hier das Auto einfach mit irgendeinem Auto aus der Basis austauschen. Haben wir das gemacht, begeben wir uns wieder zu dem Easy. Wir steigen einmal ein, drücken wieder Steuerkreuz nach links. Und dann werdet ihr jetzt feststellen, dass ihr ohne den Easy spawnen werdet in der Avenger. Das ist auf jeden Fall perfekt. So, wir gehen einmal vorne Richtung Cockpit. Wir haben oben die Meldung Cockpit betreten. Einfach auf X drücken. Ihr werdet einen kurzen Blackscreen bekommen. Und dann warten wir jetzt, bis wir aus der Avenger rausgeworfen werden. Wurdet ihr aus der Avenger rausgeworfen, einfach zum Ausgang gehen, die Basis verlassen. Oder ihr wartet einen Moment und dann werdet ihr auch automatisch aus der Basis rausgeworfen. Draußen angekommen, werdet ihr auch merken, dass ihr jetzt an einer komplett anderen Stelle seid auf der Map. Wir öffnen einmal das Handy, rufen den Mechaniker an und bestellen uns jetzt einmal ein Elegy aus irgendeiner Garage. Das Auto, das geht auch jetzt verloren, deswegen müsste es am besten halt ein kostenloser Elegy sein. So, wir sehen auf der Map, das Auto wurde geliefert, ist auf jeden Fall perfekt. So, als nächstes machen wir einfach den Job-Teleport und zwar teleportieren wir uns jetzt zu unserem Büro. Einfach einen Job raussuchen. Nun kommt jetzt einmal der Bot ins Spiel, der im anderen Zielmodus ist. Für die PlayStation 4 heißt der Anabak 2P4, für die PlayStation 5 Anabak 1P5. Dem Bot dann einmal beitreten. Wir warten, bis die erste Meldung kommt. Die erste Meldung, die kommt, die nehmen wir an. Die zweite Meldung lehnen wir ab. Und begeben uns jetzt einmal zu unserem Büro. Ganz normal das Büro betreten und dort im Büro dann angekommen, gehen wir dann einfach zu der Garage und einfach in die Garage reingehen, die voll ist. Das ist ganz wichtig, die Garage, die muss voll sein. Einfach dann die Firmengarage betreten. So, wir landen kurz in unserer Firmengarage und werden dann wieder zurück in die Basis geportet, ist auf jeden Fall perfekt. Ja, wir steigen jetzt wieder in den Easy ein, den wir duplizieren wollen, drücken diesmal Steuerkreuz nach rechts, ändern irgendwas Günstiges am Fahrzeug und schon haben wir die erste Kopie fertig. Das, was ihr jetzt noch machen müsst, ist einfach nur noch das persönliche Fahrzeug einmal einlagern und dann habt ihr auch den Easy in der Garage stehen, wo eben der Elegy drin stand. Ja, ich kann es euch jetzt auch einmal hier zeigen. Ich rufe jetzt einmal den Mechaniker an. Und ihr seht, auf diesem Stellplatz steht jetzt der Easy. Und ja, wenn ihr euch jetzt die nächste Kopie machen wollt, müsst ihr entweder einmal Selbstmord begehen oder eine neue Lobby aufmachen und dann einfach die gleichen Schritte wiederholen. Und ja, Leute, das war es auf jeden Fall mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn es denn so sein sollte, würde es mich auf jeden Fall freuen, wenn ihr mir noch ein Abo und ein Like da lassen würdet. Und ja, dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal.
Ciao, ciao.